Jetzt beginnt die harte Zeit mit der Schule, mit den langen Tagen, aber was soll's, Leute, wir ziehen durch. Die meine Disziplin und mein Durchhaltevermögen nochmal auf ein anderes Level bringen werden. Das sind so die Sachen, die mich jetzt die nächsten 4 Wochen richtig challengen werden. Ach du Scheiße, Freunde. Wir haben 6 Uhr und somit, nein, nicht mal, 6.30 Uhr, Freunde, und somit wunderschönen Start in dieses Video. Jetzt alle, egal, ich bin reden, Freunde, ja. Worum geht's heute, Leute? Es ist der erste Schultag und ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit, wie man sehen kann. Ich bin gerade aufgestanden, Freunde. Jetzt heißt es erstmal Kamera aufstellen, eine Posenrunde machen. Wisst Bescheid, Freunde. Bin am Weg zum Wettkampf. Wir sind jetzt insgesamt noch ein bisschen weniger tatsächlich als 5 Weeks out. Posing muss jetzt erledigt werden, dann ziehe ich mich schnell an und koche erstmal mein Meal. Für den Tag, was ich brauche, wir haben heute nämlich nicht so lange Schule, das heißt, ich brauche nur ein Meal mitnehmen. Let's go, starten wir den Tag, Freunde. Ich hoffe jetzt schon mal, dass ihr Bock auf das Video habt. Ist auf jeden Fall, ja, geil, das festzuhalten, finde ich so den ersten Schultag wieder, wenn man sich das später mal wieder anschaut. So. Also ja, Freunde, let's go ab ins Video und erstmal posen. Alter, hat man das auf der Kamera gehört? Junge, das hat gerade geknackt. Digga, wir haben 6.50 Uhr. Ich versuche meinen Arsch anzuspannen und es knackt als Hölle. So Scheiße. Ich weiß, es ist nur das Gewicht, ich weiß, Schwankungen sind normal, aber es fuckt mich trotzdem ab, wenn ich letzte Woche schon, ich zeige euch das mal ganz kurz, oder das lese euch vor. Mein Tiefsgewicht letzte Woche war am Samstag 78,6. Zum Tiefsgewicht ist es eine Schwankung von 1,3 Kilo. Was soll's? Schwankungen ganz normal in der Diät, ich werde jetzt dann mal Rücksprache mit Paul halten. Wir meinten eh heute noch auf 2,4 und ab Dienstag, sprich ab morgen, schauen wir dann mal weiter. Was die Kalorien angeht, jetzt bin ich eh schon wieder seit 3 Wochen, glaube ich, auf den 2,4. Meines Erachtens nach müssen wir auf jeden Fall jetzt mal dann auf 2,2 runter, aber dazu mehr demnächst. Muss ich erstmal noch Absprache halten. Also ja, jetzt erstmal schauen, was ich anziehe. Ich habe übrigens meinen Kasten geordnet, Freunde, für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist. Ich finde trotzdem noch nichts. That's it, Freunde. On the way. Gute Schule. Okay, Freunde, Porridge ist in the making. Habe ich jetzt einfach nur 30 Gramm Haferflocken, eine Banane, 50 Gramm so Bärenmischung und dann nochmal 40 Gramm nur Heidelbeeren. Richtig geil. Dann habe ich hier schon mal eine Ladung Chocolate Peanut. Ich zeige euch, no way. Ist mit Abstand mein Favorite derzeit für das Porridge, weil das so richtig verdammt, vor allem mit so einer kleinen Menge Haferflocken, dann so wie ein Schoko. Pudding-Schoko-Auflauf wird, keine Ahnung. Dann jetzt zum Frühstück direkt mal, um die Proteinsynthese zu stimulieren, gibt es erstmal einen Nova Shake und zwar Buttermilk Lemon haben wir hier. Werde ich mir jetzt mal eine Portion reinhauen. Dann gibt es für mich noch einen guten Kaffee und ja, so schaut jetzt mein Morgenprogramm aus. Oh. Alter, der Strafzettel auch noch. Aber ja, Freunde, ich werde jetzt die Kamera abpacken. Ich habe es eilig, Freunde. Ich will nicht zu spät kommen am ersten Tag. Das wäre nicht so optimal, Digga. Komme ich hier genug dann im restlichen Jahr. Deswegen, Freunde. Ja, moin. Deswegen, Freunde, sehen wir uns wahrscheinlich nach der Schule wieder oder in der Schule. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in weniger als 2 Sekunden wieder. Peace. Erster Schultag wäre überstanden, Leute. Nur irgendwie organisatorische Scheiße gemacht. Es war sowas von Abfuck, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe heute schon den Stundenplan mal für diese Woche gesehen. Ich habe am Mittwoch, ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen, um 17.10 Uhr aus. Dann darf ich von der Schule, ich fahre 1 Stunde circa hierher, mit Warten auf die Straßenbahn und so weiter, bin ich circa um 18.10 Uhr da. Auf jeden Fall darf ich dann um circa 18.15 Uhr, 18.30 Uhr mein Leg Day beginnen, für den ich 2 Stunden brauche. Bin ich um 20.30 Uhr fertig und
laut Berechnungen um 21.15 Uhr dann zu Hause. Dann darf ich vorkochen. Dann, na, jetzt beginnt die harte Zeit mit der Schule, mit den langen Tagen. Aber was soll's, Leute, wir ziehen durch. Wir sehen uns gleich im Gym. Steht Brustdrücken an. Let's go. Alter Schwede, Freunde. Fertig mit dem Training, fertig mit dem Posing. War übelst anstrengend, aber eine richtig solide Einheit. Ich glaube, 1,5 Stunden gebraucht. Perfekt, nicht lang rumgetrödelt. Satz für Satz erledigt. Teilweise so gesteigert. Das Einzige, wo ich mich nicht gesteigert habe, war heute im Bankdrücken. Dafür die Lief-Schrägbankdrücken umso besser. Also zufrieden auf jeden Fall mit der Einheit. Wir haben es jetzt mittlerweile 13:30 Uhr. Ich brauche unbedingt Essen. Aus dem Grund, so schnell es geht, ab nach Hause. Dann muss ich am Nachmittag noch einkaufen gehen und. Das heißt, bisschen was steht noch an. Ich nehme euch natürlich mit, Freunde. Aber jetzt erstmal ab nach Hause. Alter, mein Atem ist weg. Ja, moin. Peace. So, Freunde, Post-Workout-Snack hätten wir drinnen. Jetzt auf jeden Fall geht es erstmal ab 10, 20 Minuten aufs Laufband, nicht allzu lang. Einfach so, dass es Bock macht und auf ganz, ganz entspannt, Freunde. Auf jeden Fall wollte ich ganz kurz auf eine Sache eingehen und zwar wollte ich einfach kurz thematisieren, Freunde. Ihr wisst ja Bescheid, Schule startet jetzt, darum soll es ja auch heute in diesem Vlog gehen. Und ich habe vorhin auch schon in meiner Story gesagt, Freunde, für alle, die mir auf Insta noch nicht folgen, unbedingt folgen, Freunde. Ich habe auf jeden Fall in der Story gesagt, dass jetzt das nächste Monat, die nächsten 4 Wochen, meiner Meinung nach Wochen sein werden, die meine Disziplin und mein Durchhaltevermögen nochmal auf ein anderes Level bringen werden, die mich einfach als Person, mein Durchhaltevermögen und alles einfach nochmal so auf eine andere Weise Stufe testen, wie ich, glaube ich, noch nie getestet wurde. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ist echt nicht ohne. 3-4 Videos die Woche drehen für YouTube. Jeden Tag auf Instagram posten. Jeden Tag eine Story bzw. mehrere Stories posten. Dann kommt ihr noch dazu, Freunde, jeden Tag Schulzeugs erledigen. Ich bin eher schon am Ende der Schule, Freunde. Also ich mache nächstes Jahr Abitur, nächstes Jahr Matura. Das heißt, Freunde, auch schon im Endspurt. Nächste Sache, Freunde, lernen. Also wenn dann Tests anstehen und so weiter, stehen nämlich schon nächste Woche an und übernächste Woche. Digga, ich war selbst extrem geschockt. Das Heftige, Freunde, wenn ich halt dann lange Schule habe, spät ins Gym komme, spät nach Hause komme, dann noch vorkochen und auch meinen Schlaf in den Griff, im Griff zu haben. Sprich, genügend Schlaf zu bekommen. Das sind so die Sachen, die mich jetzt in den nächsten 4 Wochen richtig challengen werden. Nach der Wettkampf-Date ist das Ganze dann wieder etwas einfacher. Plus natürlich, Leute, wisst Bescheid, in der Früh direkt auch Posing machen und so weiter. Das heißt, ich muss eigentlich immer früher aufstehen, beziehungsweise ich plane immer in der Früh extra Zeit ein. Die nächsten Wochen könnten hart werden. Ich bin aber prepared, bin darauf vorbereitet und werde mein Bestes geben. Das wollte ich einfach, dass ihr wisst. Und sonst heute Gott sei Dank noch nicht. So ein übertriebener, anstrengender Tag, weil ich Kurzschule hatte. Dann lasse ich es mir auf jeden Fall noch gut gehen am Abend und werde entspannen. Oh mein Gott, Alter. Ich habe mir hier auf jeden Fall jetzt heute Kiwi Lime Sorbet gegönnt. Ist sogar das Exclusive, Freunde. Das heißt, bekommt ihr gratis zu eurer Bestellung auf 25 Euro dazu. Für alle, kurz erklärt, ist ein Strong heißt es. Ein Strength and Health Supplement. Das heißt, ihr habt da Kreatin drinnen und ganz viele andere weitere Sachen, wie zum Beispiel Spirulina, Spinatextrakt, Magnesium und so weiter, die eure Kraft fördern. Plus die wichtig, sage ich jetzt mal, für die Regeneration sind und für die generelle Gesundheit. Das heißt, so ein All-in-One-Drink, sage ich jetzt mal, den man sich täglich einfach gönnt, um alles abzudecken. Richtig nice, werde ich euch unten verlinken. Ich habe mir gerade eben schon mein Abendessen hergerichtet. Und zwar Eiweiß und so habe ich heute schon abgedeckt. Deswegen die letzten Kalorien für einen fetten Salat gegönnt. Wirklich alles Mögliche drinnen. Mais, Vogelsalat, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie das in Deutschland heißt. Karotten, Brokkoli, Tomaten, Gurke. Also wirklich alles. Wird sich jetzt dann später noch gegönnt. Ich bin übrigens eine halbe Stunde am Laufband gerade eben gewesen. Ich muss mal nachschauen, wie viele Schritte ich habe. Aber sollten schon ein paar drinnen sein. Zusätzlich zum Salat, Freunde, als kleiner
Beisnack, Hummus mit Karotte. Beste. Kurzes Update, Freunde. Wir haben es 20 Uhr. Ich habe mir gerade eben vorhin vor einer halben Stunde die Sauna angemacht. Werde jetzt erstmal in die Sauna gehen. Habe gerade eben schon einen Corona-Test wieder gemacht für die Schule. Bin geimpft, Digga. Aber man muss jetzt irgendwie trotzdem noch in den ersten drei Schulwochen. Das ist übelst kompliziert. Ich habe es selber nicht genau verstanden. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt irgendwie dreimal in der Woche testen. Zu Hause oder zweimal, glaube ich. Und einmal in der Schule müssen wir dieses Gurgeln machen und so weiter. Für alle, die in die Schule gehen. Aus Wien zumindest wissen wahrscheinlich eh Bescheid. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren auf jeden Fall, Freunde. Ich bin einfach schon so ein bisschen schläfrig, freue mich auch schon übelst aufs Bett, das Pennen gehen und körperlich brauche ich auch den Schlaf, habe ich das Gefühl einfach. Fühle mich schon etwas, sage ich jetzt mal, K.O. wieder und ja, dementsprechend werde ich nach der Sauna mich schon direkt bettfertig machen. Da sehen wir uns gleich nochmal. Peace. Post-Sauna-Form, Freunde. Bin auf jeden Fall mega entspannt, war übelst angenehm, Freunde. Und ja, werde jetzt auch schon ab zu Bett gehen. Wir haben es jetzt 20 nach 8, also ich war ca. 10, 12 Minuten. Alter, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die Veins am Bauch, Freunde, kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Freunde, werde ich jetzt an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, ich konnte euch mal, beziehungsweise ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch einfach nice durch den Tag mitnehmen. Lasst mir gerne ein Like da, Kommentar und Abo natürlich, wenn ihr mehr sehen wollt. Sonst, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Freunde, die Links unten in der Videobeschreibung abchecken für meine Subs, die ich täglich nehme, falls ihr sie auch ausprobieren wollt. Und sonst, Leute, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Haut rein, peace out und gute Nacht.